heute habe ich für euch mein Geburtstagsgeschenke. Habt ihr schon in meinem Lauf gesehen, aber nicht das Geswatch und alles. Und dazu habe ich noch von meiner Süße Heidi ein paar Kleinigkeiten bekommen und die wollte ich euch mit euch zusammen aufmachen. Und ich freue mich schon. So, die Bruno wollte auch mal Hallo sagen. Hallo. Mein Schatzilein. Bist du auch mit Mama filmen? Ja. Okay, wir zeigen dann, was ich bekommen habe. Und ich swatch auch ein bisschen. Und dann zum Schluss zeige ich euch von meiner Süße, was ich bekommen habe. So, fangen wir mal an mit den Sachen. Und zwar habe ich von meiner Süße Beatrice, nee, von Bruna bekommen. Und zwar die Foodmaske. Also, sie waren bei Action, da haben sie sich was ausgesucht von Mama. Jeweils drei Sachen. Ich muss immer bei Mama sein. So, einmal die Fußmaske mit Avocado hat sich die Bruna ausgesucht. Da, seht ihr was? Ja, da. Dann so eine Selfie-Maske. Habe ich mich auch sehr gefreut. So eine hatte ich noch nie. Willst du mal zeigen hier? Und dann so ein Kompaktpuder in der Farbe. Mal schauen, ob was drauf steht. In der Farbe steht 151. Kannst du zeigen? Und jetzt von Schwester, was ich bekommen habe. So eine Tuchmaske, auch von alles von Action, wie gesagt, mit Weinextrakt. Steht auf Englisch, kann das andere Wort nicht. Ich weiß nicht, was das ist. So eine Tuchmaske. Und dann so ein Make-up-Schwamm habe ich auch von Beatrice bekommen. Ich fand die so schön. In lila Farbe. Ja. So, dann habe ich von meinen. Habe ich dann noch was bekommen und zwar so ein USB-Stick und zwar von der M ist das mit 16 GB und zwar für meine Videos oder für meine Fotos hab ich mir schon lange gewünscht und mit diese Blumenmuster sehr schön fand ich die ja und so eine von meinen habe ich noch bekommen von meinem Mann so eine Make-up Concealer Base Concealer von Revolution in der Farbe C4 habe ich mir selber ausgesucht die Sachen und dann hat mein Mann das bezahlt kriege ich gerade nicht auf wollte ich euch mal zeigen aber irgendwie weiß ich nicht aber so sieht das aus. Dann werde ich für euch ein bisschen swatchen und zwar meine Paletten. Das ist die Revolution Reloaded Hypnotic Palette. Habe ich neu bei Cosmetic for Less entdeckt. Es blendet ein bisschen, aber mir hat so diese silberne so Schimmertone und diese hier sehr gefallen, weil eigentlich habe ich nur goldenes, aber in silberner hatte ich noch nichts und da hat mir sehr angesprochen. Ich kann das mal swatchen für euch. Schaut mal. Der sieht ja toll aus. Ja, einmal der. Dann einmal der andere Schimmernton. Alle drei schimmernde. Ja, so sind die drei. Ja, die habe ich schon, oder? Noch nicht. Und der andere. Das sind vier Stück. Ich finde das sehr schön pigmentiert. Ja. Gib's mal, du Mama, Taschentuch. Taschentuch. Danke. So, jetzt ist das weg. Und dann kommt noch meine rosane, diese hier. Auch sehr schön. Schaut mal. Und noch hier den anderen hier unten. Der. Und der vielleicht? Wartet mal, warte mal. Schaut mal, der goldene. Ist der schön. Und der andere. So braun schimmern. Auch sehr schön. Ja, alles schön. Und jetzt kommt mein Lieblinge, und zwar meine andere Palette. Meine andere Palette. Auch von Make-up Revolution. Ich liebe diese Marke und zwar ja, ist günstig und kann ich mir noch leisten.
Und ja, und ich fand der Verpackung, habe ich nicht mehr, aber schaut mal schon, ist auch, das ist nicht mehr der Papierverpackung, sondern die normalen Verpackung, und zwar alles hier eingraviert und man kann das füllen, und sehr schön finde ich die, mit sehr schönen Farben, frohe Sommerfarben, und ja, ich war begeistert. Ja, das, ich, Mama kann alles zeigen. Es blendet ein bisschen, weil ich meine Softbox anhabe. Schaut mal. Und jetzt machen wir den Test. Nicht, dass ich wieder was kaputt mache, weil letztens bei meinem Live hatte ich die kaputt gemacht. Mal schauen, ich mache jetzt ein paar Swatches. Und zwar von der. Schaut mal, wie schön. Oh je. Yeah. Sehr schön. Ja, kriegst du gleich, ja, Schatz? Kriegst du gleich. Der grüne. Der andere normale grüne. Der schimmernde grüne und der normale hier. Der normale, der schimmernde und dieser schimmernde lila. Und jetzt kommt noch so eine Farbe. Auch sehr schön. Willst du auch eine? Ja, Welche denn? Okay. Zeig mal in der Kamera. Willst du auch mal zeigen? Der andere Ton, den ich kaputt gemacht hatte, der ist schön. Warte mal, Mama möchte jetzt gelb. Der gelbe. Wow, der sieht ja toll aus. Nachher habe ich keine, habe ich Flecken auf meiner Hand. Der gelbe, ne? Haben Sie schon gesehen? Das reicht für dich, ja? Weil sonst werden deine Hände so kaputt weh. So, jetzt mache ich noch Orange, das Blaue. Der schimmernde Blaue. Wow, der ist ja schön. Schaut mal. Wow. Der Blaue. Und das Rote. Dann das Orangene. Habe ich keinen Finger mehr frei. Das Orangene. Aber der Blaue ist der Hammer. Ist der Hammer. Noch der Schimmerne hier, der rote Schimmerne. Alle sehr schöne Farben. Ich brauche jetzt einen Moment. Schaut mal, das kommt gar nicht mehr ab. Das kommt gar nicht mehr ab. Ich brauche nur ein Taschentuch, Schatz. Ja? Willst du mal zeigen auch, der blaue? Haben Sie schon gesehen? Okay. Musst du wegmachen, sonst ist alles rot nachher. Bei mir geht das gar nicht ab. Oh nein. So, ich mache jetzt mit den Geschenken von meinem Schatz weiter. Und ich freue mich schon, weil ich habe das noch nicht aufgemacht. So reingeschaut, gar nichts, weil es noch gar nicht, noch alles zu. Und ja, meine Live-Reaktion seht ihr euch jetzt. Ja, ich mache mal die auf. Ich mache mal die auf. Oh, ich sehe schlimm aus, ne? Mit meinen Swatches. Ich habe mir heute ein bisschen Blush von Manhattan ist das so drauf gemacht, aber ja. Ich hatte meine anderes Blush-Palette nicht gefunden von Makeup Revolution. Sonst hätte ich die mal gemacht. Freue mich. Schatz, was hast du da eingepackt? Den Karton kenne ich, oder? Ich glaube, ich kenne die Karton. Habe ich dir letztens zugeschickt und jetzt ist der bei mir wieder gelandet. Oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Da, so sieht das aus, das Ganze. Und ja, ich freue mich jetzt, das die auszupacken. Mal schauen, was drin ist. So sieht das aus hier drinnen. Oh mein Schatz, ich freue mich. Ich freue mich. So, für meine Wunder, schöne Vera. Happy Birthday. Du bist. Oh, du auch. Schaut mal, du bist ein Engel. Ist das schön? Ja.
Ich hab dich lieb, best friends forever. Ja, ich dich auch. Schön, ich lese mal vor. Erstmal für mich. Erstmal für mich. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Oh ja, Stier. Ja, genau, das bin ich. Hallo. Hallo, meine hübsche Bestfreundin forever. Ich wollte dir eine kleine Freundin zum Geburtstag machen. Ich wollte erst für mich und dann spreche ich schon mit euch. Egal. Zum Geburtstag machen und hoffe, dass es mir gelungen ist. Seit 2 Jahren. Oh nein, das ist mir peinlich jetzt, weil ich habe keine Brille und sehe nichts. Ich muss meine Brille holen. Einen Augenblick, weil sonst kann ich das nicht lesen. Nein, Mama ist da, ist schon. Brauchst du nicht, komm. Schatz. Ich brauche Brille, weil sonst kann ich nicht sehen, was sie geschrieben hat, die Tante. So. So, hallo meine hübsche beste Freundin forever. Ich wollte dir eine kleine Freude zum Geburtstag machen. Und hoffe, dass es dir gelungen, dass es mir gelungen ist. Seit 2 Jahren kennen wir uns schon. Und es ist eine Freundschaft aus dem Internet entstanden. Genau. Ich bin so froh, so ein herzenstoller Mensch wie dich kennengelernt zu haben. Oh Mann, ich war ja gleich. Ich dich auch. Hab dich ganz doll lieb. Ich wünsche dir zum Geburtstag alles Gute. Alle deine Wünsche sollen dir in dir in Erfüllung gehen. Deine Heidi. Ich weine gleich. Ja, und dann hier von Stier, die Eigenschaften steht da noch. Ja. Danke, Schatzi. Jetzt machen wir den Paket auf. Ich bin schon gespannt. Oh, nein! Ein Unfall ist passiert. Meine Kamera ist umgekippt. Ein Unfall, was willst du hier bei mir? Was willst du hier? Ein Unfall ist passiert, meine Kamera ist umgekippt. Mama, so kann Mama nichts zeigen, wenn du hier auf meinem Schoß sitzt, immer. So, wir machen jetzt mit, sie hat mir noch was geschickt, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil da stehen Namen drauf und alles. Oh, wie sein Schatzi. Oh, wie schön. So, wir machen jetzt mit dem Paket weiter. Und zwar, ich liebe diese Milchbeeren von Aribo. Liebe die. Dankeschön. Die werde ich gleich naschen. Alles. Kannst du dich hier setzen, weil Mama muss das zeigen, ja? Ja, mit Schwilling. Ich push einfach Spockel, sabe? Ja, mal agora não consegue push várias coisas, ok? Mit dir. Wieso bist du? Bist du hier? Aber wieso kann ich nichts zeigen? Kommst du gleich, ja? Gleich, ja? Doch, sag mal bei mir, Aki. So gut, ja? So, einmal von Simple für sensible Haut. Mit Zellenreinigungstücher. Kenne ich gar nicht. Ich kenne die Marke schon, habe ich ein paar Videos schon geschaut, aber als Reinigungstücher nicht. Ja. Ja, ist bestimmt gut. Ne? Die Marke ist sehr nicht günstig. Die hier? Die Marke ist nicht günstig. So, was haben wir denn da noch Schönes? Warte mal, Sweet Fruit Badekugel mit Kokos. Oh, ist das lecker. Wo hast du die gefunden? Die kenne ich nicht. Sehr toll. Warte mal, Mama muss hier was sehen. 90 Gramm, ja. Oh, ich liebe Kokos, aber das weißt du ja, ne? Riecht gut, ne? Ja? So, oh, das Video wird schon lang, 15 Minuten. Wir sind hier am Labern und dann schaut mal, so ein kleines Säckchen.
mit so einer Klammern und das sind zwei Nagellacke, sieht man schon. Warte mal. Von Shaka. Die Marke kenne ich nicht. Ist bestimmt von aus der Türkei, oder? Hast du mitgenommen? Hast, bestimmt, weil die Marke sagt mir nichts. Shaka. Ach, sehr toll. Mehr so Winterfarben, der hier. Aber der kann man jetzt im Frühling tragen. Der finde ich schön. So ein ähnliches hast du mir schon in mein... Ja, Bruna sagt, der ist sehr, sehr süß, der. Sie findet immer alles so, so süß. Alles mit Herzchen oder klein. Ist immer süß für sie. So, die Farbe hast du mir letzten bei meinem, ich glaube, Tauschpaket, oder? Die wir gemacht haben im Sommer. Weiß nicht mehr. Hast du mir so eine... Haben Sie schon gesehen, Schatzi? So eine Farbe so von Trend It Up, so eine große Flakon, aber die Farbe ist so ähnlich, finde ich. Ja, nicht so, Schatz. So eine, oh, die ist ja schön hier. So ein Harmreif in grün, wieder in so ein Säckchen und mit so einer süßen Klammern. Aber wir müssen uns beeilen, weil wir gleich 20 Minuten haben. Jetzt sitzt du dich da, weil sonst kann ich nichts zeigen. Zeigen wir gleich zusammen, ja? Momento. Ja, Schatzi, willst du das drauf machen? Bei dir? Oh, die ist auch schön. Die ist auch schön. Ist auch schön. Obwohl ich hier der Ohrringe-Träger bin. Typ bin. Aber ist schön jetzt Sommer und so. Kann man mit hübschen Kleidern dann tragen. Sehr schön. Ja, die Farben sind schön. Und jetzt ist noch eine Sache drin oder zwei. Nee, mehrere. Die hast du mir letztens auch eingepackt. Bronchial Meersalz, Meeressalzbad. Habe ich noch da, weil mein Mann benutzt die eigentlich mehr als ich, weil ich mag nicht so baden mit diese Erkältungsdinger, aber er benutzt das gerne. Wenn wir dann krank sind oder so, aber ich benutze das eigentlich, wenn ich erkältet bin, dann nur Tees oder so, aber benutzt dann mein Mann dann, weil er macht das gerne in Badewanne, mit, wenn er erkältet ist. Das ist für Mama, Schatzi. Food Care. Schrandensalber. Ja, das brauche ich immer. Und sowieso, ne? Ja, riecht nach Fußcreme eben. Was denn? Was ist denn? Oh, musst du doch nicht weinen. Komm her zu mir. So, da kannst du jetzt zeigen. So. Hat die Tante verschickt von Mama, ja? Die Tante Heidi. So, jetzt zeigen wir das Letzte. Das brauche ich. Das Fußcreme ist immer gut, Schatzi. Warte mal. Ah, schön. Ja, jetzt weiß ich, was du letztens gemeint hast. Das ist feine. Du bist einzigartig, diese Tuchmaske, die du geholt hast bei Rossmann. In deinem Rossmann Hall. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Das war für mich. Oh, der Spruch ist sehr schön. Mit Papaya-Extrakt und Macadamia-Öl. Ja, werde ich gerne ausprobieren. Dann so eine Maske, Schatz. Soll ich mal zeigen? Mama, kauft Banane. Nee, das ist keine Banane. Ist keine Banane. Ist so eine Maske, die ist von Primark. Glaube ich. Hydro-Maske. Mit QC. Ist bestimmt toll, so eine Tuchmaske. Oh, Masken brauche ich sowieso immer. Oh nein, so eine Palette. Ja, von. Genau, ich bin so aufgeregt. Cruella, warte mal, das ist doch für Mama. Musst du erst warten ein bisschen, ja? Cruella, die will. Ja, die schaue ich sehr gerne, die Dalmatiner. Die 101 Dalmatiner schaue ich sehr gerne. Und das ist so eine Palette von Primark. Oh, ist die schön. Ist da lieb? Highlighter-Palette. Oh nein.
Schaut mal. Mutter. Ah, schön. Was? Willst du das zeigen? Dann zeig. Willst du auch essen mit Mama gleich eine? Machst du keine Schokolade? Mit Milchcreme. Schön, dass es dich gibt. Oh, da, ich sag das selbst. Ich sag das auch. So tolle Menschen wie dich gibt es nicht so oft. Ne? Und man muss das dann. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil sonst, wenn ich was sage, dann heul ich dann. Ja? Aber so ist das Leben. Ist doch schön, wenn man so schöne Menschen kennenlernt und dann, ja, ist das Leben so, so eine Freundschaft. Ich liebe dich, Schatzi. Und jetzt machen wir das auf und probieren die Schokolade. Ich probiere das. Willst du auch? So eine Blume ist doch lecker mit Milchfüllung. Mmh, ist lecker. Mmh. Ist gut. Ich will deinen Donut. Okay. Na, dann tell it in. Probier. Dann mit mir. Ist mir was? Ich könnte jetzt alle aufessen. Mmh. So, Leute, ich muss jetzt Schluss machen. Weil der Video schon über 20 Minuten läuft. Und dann. Aber ich liebe die. Nein. Ich kann nicht alles essen. Sonst. Mein Gott. Ich danke dir, mein Schatzi, vom ganzen Herzen für die Sachen. Ich habe mich so gefreut. Du bist so ein Schatz. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Hab ich so lieb. Ja, mein Lieben, ich hoffe, meine Geburtstagsgeschenke-Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich würde mich so riesig freuen, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich mache so gerne Hauls, Action Hauls, Food Hauls, Drogerie Hauls und so weiter, auch Vlogs, werde ich demnächst wieder eins machen. Ihr könnt auch bei meinem letzten Vlog reinschauen, in meinen Geburtstagsvlog, stelle ich hier bei den rein und dann, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!